Mein Name ist Hans Eckhardt Eckhardt. Mehr sage ich jetzt nicht. Mach mir mal ein Bollenpest-Elchnasen-Omelett mit Kakerlakenbrei und Mauschili und glutenfrei. Lieber Hans Eckhardt Eckhardt, schön, dass du da bist. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wir beginnen mit danke für die Einladung. Sehr gern. Wir beginnen mit unserer ersten Frage, ja, die da lautet, wie bist du zum Synchron gekommen? Ja, da fängt es schon an. Ich bin dreimal zum Synchron gekommen. Einmal Anfang der 70er, 1970er Jahre. Da war ich auf der Schauspielschule und das BAföG wollte nicht kommen. Also die Beamten brauchten ewig Zeit, um das auszurechnen. Da habe ich gedacht, gut, dann gehe ich jetzt synchronisieren. Keine Ahnung von Ackerzucht und Viehbau, wirklich gar nichts. Aber ich bin hingegangen, habe auch ein bisschen was gemacht. Dann war Pause bis Ende der 80er, 1989. Spielte ich am Kudamm mit unter anderem Joachim Kerzel. Und während der Proben sagte Kerzel irgendwann, wo kommen Sie denn her? Also ich, was heißt, wo komme ich her? Berlin? Ja, und warum synchronisieren Sie nicht? Weil ich nicht weiß, ob ich das kann. Ja, das werden wir feststellen. Ich hole Sie jetzt immer ins Studio, wenn ich Regie mache. Hat er gemacht, hat mir die Angst genommen, hat mir was beigebracht und hat mich zum Synchron gebracht. Das ging dann bis in die 90er und dann war ich fast nur noch in München. Dann war ich wieder weg. Und dann irgendwie vor 7, 8 Jahren treffe ich Annette Bogun, die langjährige Aufnahmeleiterin beim Synchron. Und die sagt zu mir, sag mal, wie lange soll das jetzt gehen? Sag ich, was? Ja, wie lange willst du nicht arbeiten? Wie stellst du dir das vor? Aber wenn du mich fragst, wenn du meinst, dass ich gebraucht werden könnte, dann ja. Und seitdem bin ich wieder dabei. Das ist jetzt ungefähr ja 7, 8 Jahre her. Kannst du dich noch an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Nein. Das war nicht die Antwort, die ich erhofft hatte. Ich habe einfach das große Problem, dass wenn ich nicht in irgendeiner Weise entweder über eine längere Zeit oder mit einer speziellen emotionalen oder inhaltlichen Anbindung an die Rolle, die ich synchronisiere, wenn eine dieser beiden Sachen nicht passieren, heißt es nicht, dass ich mir in irgendeiner Weise weniger Mühe gebe. Es heißt aber, dass ich es ziemlich schnell vergesse. Und wenn ich mich nicht erinnern kann, was ich vor 2 Wochen synchronisiert habe, ganz ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern. Aber kannst du dich erinnern an ältere Kollegen, mit denen du im Synchronstudio standest, von denen du gelernt hast? Also ich habe vor allen Dingen ganz viel von Joachim Kerzel gelernt. Ich habe viel gelernt von den Kollegen, die, also in der Zeit, als man noch zusammen vorm Mikrofon stand. Ich stand mit Friedrich Schönfelder vor dem Mikrofon. Nur das Problem ist, dass man, und das glaube ich tatsächlich, durch Zuschauen wenig lernt. Du musst dann den Kollegen schon fragen können, warum machst du das so und so? Oder wie ist deine Vorbereitung? Was machst du denn eigentlich zu Hause, bevor du ins Synchronstudio gehst? Dann wird wieder ein Schuh draus. Aber so einfach zugucken, glaube ich nicht, dass das unendlich viel bringt. Du hast in Guardians of the Galaxy den baumähnlichen Wesen, also eher ein Bonsai, deine Stimme geliehen. Dem Groot, ne, hieß er. Viel Abwechslung war ja bei der Rolle nicht dabei. Ich bin Groot. Genau, ich wollte gerade sagen, kannst du uns diesen legendären Groot. Satz mal in deinen Facetten geben? Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Wie viele Varianten gab es denn davon? Unendlich. Echt? Okay. Wir haben in jedem Film, für jeden Kinofilm, für die gesamte Serie, jedes Ich bin Groot neu aufgenommen. Das war großartig, weil er meint doch immer was anderes damit. Deshalb kann ich das nicht einmal aufnehmen und dann denken, das war's. Er will immer was anderes sagen. Es hat immer ein anderes Temperament. Es hat eine andere Stimmung. Es hat eine andere Emotion. Und das war großartig. Und dann wird das Ganze natürlich technisch gepitcht, wie man sagt. Entweder wird er
tiefer oder der kleine Baby Groot war doch das Süßeste, was man überhaupt jemals gesehen hat. Aber schon beim ersten Film, als Groot zum ersten Mal da war, wurde er sofort zum Kult. Vin Diesel ist das Original, die Originalstimme. Björn Schaller hat mich dafür besetzt. Ich liebe es. Ich habe es von Anfang an geliebt. Auch wenn man sagt, oh Gott, er sagt immer nur drei Sätze. Ja, er sagt drei Worte, gut. Aber eben immer anders. Vielleicht ist das auch die Schwierigkeit, ne? mit diesen drei Worten dann das Maximale dort rauszuholen. Richtig, wobei ich sagen muss, dass es natürlich nicht nur die Raffinesse oder das Können des Schauspielers ist oder des Sprechers, sondern es wird von den Drehbuchautoren in Los Angeles extrem gut vorbereitet. Das heißt, aus dem Zusammenhang heraus ergibt sich schon das, was diese drei Worte dann ausdrücken sollen. Und wenn man das nicht hat als Fundament, wie bei allem, was wir als Schauspieler und als Synchronschauspieler tun, wenn das Fundament des Buchs nicht stimmt, dann kannst du dir einen Wolf spielen, das wird nicht funktionieren. Und die bereiten das toll vor und dann klappt das sofort. Gehst du auch, wenn du nur eine kleine Rolle hast, die jetzt nicht so viel Vielfalt bietet, genauso konzentriert und ambitioniert ins Synchronstudio? Ja, muss man. Ja. Muss man, weil genauso wie man kleine Rollen am Theater spielt, die stimmen müssen, die was erzählen müssen, genauso wie man sie im Fernsehen oder im Film spielt, mache ich das auch beim Synchron. Allerdings stelle ich fest, dass es manchmal viel, viel, viel schwieriger ist, weil wenn du nur 5 Takes hast, 5 Sätze, 6 Sätze, musst du aber doch auf der Ebene sein, dass dem Zuschauer klar ist, was das für ein Mensch ist. Und wenn du dafür nur 5 Sätze hast, ist es schwierig. Die müssen stimmen, das muss hinhauen. Und das ist aber auch die Herausforderung. Es bedeutet aber nicht, dass man nur, wenn man was Großes hat oder was Langes oder was Durchgehendes, gerne ins Studium, überhaupt nicht. Entweder mag man seinen Beruf oder man mag ihn nicht. Du hast ja in Hotel Transylvanien 1 und 2 den Frankenstein synchronisiert. In 3 auch, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Erzähl mal von der Arbeit an den Filmen. Frankenstein ist im Original Kevin James, den wir alle kennen. King of Queens. Unter anderem. Elisabeth von Molo hat mich dafür geholt. Das war ziemlich schnell, nachdem ich wieder angefangen hatte. Und das war auch ein bisschen mein Problem, weil ich habe mich noch nicht so richtig getraut. Und jetzt ist das ja ein Kinofilm, beziehungsweise es sind 3 Kinofilme. Und als ich dann später dachte, ja, ist alles toll, ist alles in Ordnung, aber das restliche Trauen, was ich ja kann, wenn ich das noch gemacht hätte, dann wäre es noch toller geworden. Aber das ist immer so, dass man macht alles, was man kann und was möglich ist, und dann guckt man sich ein halbes Jahr später an und sagt, hätte ich doch noch besser gekonnt. Ist aber üblich, kennen alle Kollegen. Wie immer liebe ich meine Figuren, auch die Zeichentrick, auch die Comicfiguren. Und das war einfach, Frankenstein ist einfach so großartig, weil er immer Angst hat, dass er die Leute nicht mehr erschrecken kann. Und dass er total nichtsnutz ist. Und wenn er die Leute nicht mehr erschrecken kann, ist er nichts mehr wert. Und das ist unendlich süß und unendlich großartig und komisch. Und da liegen auch die Anfordernisse, wenn man so gezeichnete, so Comicfiguren macht. Wenn man sie nicht genauso ernst nimmt in ihren Problemen und in ihren Konflikten, wie eine Rolle, die ein Mensch, ein Schauspieler spielt, ist man auf dem Holzweg. Und alle gezeichneten und Comic-Sachen, wo man das nicht kann, die interessieren mich auch nicht. Ich brauche wirklich diesen direkten Zug, dass ich den ernst nehmen kann in seiner Sehnsucht oder in seinem Konflikt, obwohl er nur gezeichnet oder animiert ist. Ich hatte gerade einen Thunfisch im Bauch eines Wals mit Pinocchio, ein wunderschöner neuer italienischer Film. Und der Thunfisch war einfach fertig mit Nerven und total depressiv, weil er dachte, er kommt aus dem Walbauch nicht mehr raus. Das kann man doch nachvollziehen. Das ist doch,
das ist doch, ja. Und Pinocchio hilft ihm dann und dann werden sie Freunde, weil Pinocchio hilft dem alten Thunfisch aus dem Walbauch. Aber es ist doch ein nachvollziehbarer Konflikt. Du hast gesagt, dass du bei Frankenstein noch so 1% hattest, wo du dir gewünscht hättest, noch mehr aus dir rauszugehen. Ja. Wie intim ist so ein Moment vor Mikrofon? Das können sich die meisten wahrscheinlich nicht vorstellen. Da was zu sprechen und da seine Seele freizulegen, jetzt nicht abgesehen von der Theaterbühne. Wie muss man sich das vorstellen im Synchronstudio? Ist das ein Seelenstriptease, den du da zum Teil machen musst? Ja. Also das erklärt sich vielleicht eher an einer anderen Rolle. Ich hatte 2 Serien, Banana und Cucumber, wo ich einen 40, 45-jährigen Homosexuellen sprach, der alles das hatte, was man sich vorstellen kann. Also er wurde laut und er wurde schrill und er hat Schwulengeschichten erzählt und er wurde leise und er wurde weinerlich und er hat geheult und all sowas. Wenn man da kein Umfeld hat, dem man vertraut, ist das schwierig. Weil man gibt ja sein Teil dazu. Seinen ganz privaten, persönlichen Teil. Seine Gedanken und die Emotionen, die aus den Gedanken entstehen. Also seine Interpretation. Und da braucht man Leute um sich herum, auf die man sich verlassen kann, und zwar auch menschlich. Sonst wird es nichts. Und so ist es letztendlich auch bei Frankenstein. Auch die Angst, nicht zu genügen, muss ich ja bei mir zulassen, wenn er sie hat. Und es war, in dem Fall war es jetzt nicht so, dass ich dachte, also dass die Angst nicht da war oder so. Es war einfach nur in der Veräußerung von allem, war es mir, als ich dann im Kino saß, ein bisschen zu wenig. Ich meine, da war Supervisor und Regisseurin und alles, die waren alle zufrieden. Und vielleicht rede ich auch vollkommen Blödsinn, weil es ist nur meine Meinung. Aber mir war es einfach dann ein bisschen zu wenig. Bieten dir Trickcharaktere mehr künstlerische Freiheit als normale Schauspieler? Nee, weil es kommt ja immer darauf an, wie gesagt, was die an Situationen haben. Und wenn die, sagen wir mal, menschenähnliche Situationen haben, wie ich genüge nicht oder ich bin frustriert oder ich bin traurig oder ich bin, habe mit dem Leben abgeschlossen, ich komme aus dem Walfischbauch nicht mehr raus, dann ist es 1:1. Dann vergesse ich, dass das ein Thunfisch ist oder eine gezeichnete Figur, sondern ich nehme den ernst. Groot am Ende des ersten Teils von Guardians of the Galaxy stirbt fast und hat die Zuschauer zu Tränen gerührt. Obwohl wir doch alle wissen, dass es A ein Baum ist und dass es B noch nicht mal ein richtiger Baum ist. Aber das ist diese Verabredung, die Schauspieler und Zuschauer immer miteinander haben, egal ob es Theater oder Film oder Kino ist. Wir einigen uns darauf, dass das jetzt Wirklichkeit ist. Und so reagieren wir. In der Serie Van Helsing hast du den brutalen Vampir Julius gesprochen, ja. Gespielt von Alex Paunovic. Ja. Wie fandest du die Serie? Wir haben jetzt 4 Staffeln. Ich bin zu dieser ersten Staffel gekommen und dachte, das überlebe ich nicht. Der Mann hat nie was gesagt. Der jaulte immer im Dunkeln rum und machte schreckliche Töne und war brutal. Sagte nichts, machte Töne, jaulte, war brutal, schrie, weinte. Und das immer so im Dunkeln, dass du als Synchronsprecher nicht mehr sehen konntest, wann er anfängt und wann er aufhört. Und die Katharin saß neben mir und hat nur an diesen, wie sagt man das, an diesen Wellen, ja, vom Sound. Der Waveform. Hm? Genau. Erkannt, wann er anfängt und wann er aufhört, weil gesehen hat sie auch nichts. Und nach einer Staffel dachte ich dann, boah, gut, das ist vorbei. Das buchen wir jetzt ab und da zahlt die Miete, aber schön war das nicht. Dann kommt die 2. Staffel und dann wird der Vampir plötzlich zum Mensch. Und dann tritt er plötzlich ins Helle und dann kriegt er auch Konflikte und Sachen und Situationen, die wir nachvollziehen können. Und in der 3. und 4. Staffel wird es immer toller und immer schöner und dann war alles okay. Nur eines kann ich nicht. Ich kann die Serie nicht gucken. Okay. Das ist,
Ich kann so Splatter-Sachen, so, wenn das Blut fließt und wenn die Köpfe abgehauen werden und wenn Menschen tot sind und eine Folge später wieder auferstehen, weil sie doch Vampire sind, was wir vorher nicht wussten. Das ist zu viel für mich. Das ist auch nicht mein Alter. Ich bin da nicht die Zielgruppe. Ich synchronisiere es mit großem Spaß, ich freue mich, aber gucken, keine Chance. Bietet dir das Synchron so eine Art Ausgleich als Schauspieler zu den Rollen, die du vielleicht vor der Kamera oder auf der Theaterbühne nicht bekommen würdest? Es ist brutaler. Wenn ich den Synchron nicht hätte, beziehungsweise umgekehrt, wenn amerikanische, englische, kanadische, französische Produktionen nicht in ihrer Besetzung eine ganz andere Altersrange hätten, wäre ich auch beim Synchron arbeitslos. Von den paar Rollen meines Alters, die es im deutschen Fernsehen gibt, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, kann kein Schwein leben. Die sind so kurz und es sind so wenige. Das spielt dann Heiner Lauterbach oder noch zwei Kollegen, die sehr bekannt sind. Aber grundsätzlich muss man konstatieren, dass alte Männer im deutschen Fernsehen nicht stattfinden. Es gibt eine Form von Altersdiskriminierung in der deutschen Kulturindustrie, das muss man wirklich sagen. Und während die Amis in Serien und Filmen vom Baby bis zum Urgroßvater alles vertreten haben, ist das hier bei uns auf eine Altersspanne, würde ich mal sagen, zwischen 15 und 45. Und dann ist Schluss. Und was anderes gibt's nicht. Und die Probleme interessieren auch keinen. Okay. Und das ist einfach, das ist Fakt. Ich finde es ziemlich schlimm. Und ich finde auch schlimm, dass die sich anschicken, Schauspieler öffentlich und gesellschaftlich vertreten zu wollen, dass es denen scheinbar noch nicht aufgefallen ist, weil die haben nichts getan. Hat sich dadurch die Streaming-Dienste in den letzten Jahren vielleicht irgendwas geändert? Siehst du da eine Tendenz? Oder? Nee. Die Ausländer sozusagen haben immer noch ihr großes Rollenangebot. Ja. Ich habe auch mal in Los Angeles längere Zeit gearbeitet, weil ich wissen wollte, wie die auf mich reagieren, ob sie mich einen guten Schauspieler finden oder nicht, oder ob sie mit mir arbeiten können. Und es war nach einer Woche war eigentlich klar, was ich da für Rollen kriegen würde. Und die haben gesagt, du bist das, die Rollen kriegst du immer, wenn dir das reicht, komm her. Okay. Ob du weiter was kriegst, hängt davon ab, wie stark du deinen deutschen Dialekt loskriegst, deinen deutschen Akzent. Was hast du gemacht? Na, ich bin nicht gegangen. Okay. Was hat man dir angeboten, auf welche Rollen wärst du abonniert gewesen? Ich bin alles, was mit Arzt, Universitätsprofessor, Rechtsanwalt, Psychologe, Psychoanalytiker, alles, was damit zu tun hat, haben sie mich ganz klar gesehen und gesagt, das sind deine Rollen. Wie schätzt du das ein? Bist du auf ein bestimmtes Rollenprofil abonniert im Synchron? Ich befürchte, es gibt so zwei Sichtweisen auf mich. Die eine ist einfach, das ist der laute alte Mann oder auch der verrückte, emotionale alte Mann. Beziehungsweise nicht nur der alte Mann, sondern auch der Spanier, der Italiener, also der Franzose. Ich habe Remy, den großen Komiker der 30er Jahre, von dem Orson Welles gesagt hat, es ist halt der beste Schauspieler der Welt. Den habe ich zum Beispiel synchronisiert. Das ist ein Film von 1936. Da reagieren Männer anders als heute. Und Franzosen reagieren nochmal anders. Und da bin ich ideal, das gebe ich zu. Viele sagen aber, das ist alles. Und dann gibt es viele Regisseure, die sagen eben nicht. Er hat eine unglaubliche Range. Und gerade habe ich mit der wunderbaren Sabine Falkenberg einen finnischen Film gemacht. Da war der Charakter ungefähr 80, 85 und hat eigentlich nur vor sich hingeblubbert. Und zwei Wochen später habe ich in einer Serie bei ihr einen Mit-30er gemacht. Und beides hat funktioniert. Das heißt, es gibt Leute, die sehen mich einfach nur in dieser poltrigen, aggressiven, autoritären Art.
Und es gibt sehr viele, Gott sei Dank, die sagen, der hat ja eine Bandbreite, die ist ja unglaublich. Aber dazu kann ich wenig sagen. Ich hoffe einfach, dass sich das Zweite durchsetzt. Das macht mir Spaß, wenn man verschiedene Sachen... Gibt es weitere Schauspieler, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Nee, die interessieren mich eigentlich nur insofern, als ich mir einbilde, dass man gute Schauspieler einfacher synchronisiert. Aber das kann auch eine Einbildung sein. Aber gibt es einen, der dich reizen würde, mal unabhängig davon, ob da jetzt ein Kollege schon den spricht, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne mal gemacht, das hätte mich interessiert? Fällt mir keiner ein. Also Clint Eastwood würde ich, weil ich den sehr verehre. Das würde mir gefallen, aber ich weiß gar nicht, ob meine Stimme passen würde. Ich habe keine Ahnung. Es fällt mir nur ein, weil ich den Schauspieler, den Mann so sehr verehre. Oder natürlich Leute wie Jack Nicholson, was ja auch im Ganzen, glaube ich, ist. Es ist nicht so der Zuzug, den ich habe. Ich habe den Zuzug zu Figuren, zu Rollen, zu Situationen. Ich freue mich dann über jeden Schauspieler, den ich da sehe. Und versuche, ihn ins Deutsche hinein zu verlängern. Mehr tue ich ja nicht. Und ob die jetzt besonders prominent sind oder nicht, interessiert mich nicht. Was war deine größte Herausforderung im Synchron? Es war sicher der Franzose aus dem Jahr 1936, der Film César, weil die Veräußerung, die Emotion von einem Franzosen 1936 so von uns weit weg ist. Und ich sie nur deshalb verstehe, weil ich schon so alt bin. Und das dann synchron zu kriegen, das war eine Herausforderung. Weil es trägt dich natürlich weg, es weht dich weg wenn er erklärt, was ist ein Pastis und warum ist dieser Pastis was ganz Gesundes, weil er nur das enthält. Um das dann immer so passend zu kriegen, das war eine Herausforderung. Aber ansonsten ist es ja einfach so, dass man nicht jeden Tag gleich ist. Und man nicht jeden Tag gleich kommunikativ ist oder nicht immer das Umfeld hat, wo es ganz, ganz, ganz toll passt. Ich bin bestimmt jemand, dem man signalisieren muss, dass man ihm vertraut, dass er das kann. Und wenn man das jemand signalisiert, egal ob er das sagt oder ob er das nonverbal macht, dann bin ich bestimmt gleich 50% besser. Jetzt bin ich aber so alt, dass ich schon auch dann gut sein kann, wenn man mir signalisiert, ich bin ein Arsch. Aber das hat lange gebraucht. Glaubst du, dass in Zukunft eine künstliche Intelligenz, an der ja Softwarefirmen arbeiten, Schauspieler und Synchronschauspieler ersetzen können, also die Stimmen auf Stimmenbasis? Deine Frage sagt es schon, es ist eine Glaubensfrage. Ich habe keine Ahnung, ich bin technisch nicht affin. Es gibt viele Sachen jetzt auf der Welt, von denen ich nie geglaubt hätte, dass es sie geben würde. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil selbst wenn wir jetzt den Supercomputer mit all unseren Emotionen füttern, ist unsere Seele und unser Herz doch etwas, womit du einen Computer einfach nicht füttern kannst. Weil das Sachen sind, die sich nicht in 0 und 1 übersetzen lassen. Und deshalb denke ich, vielleicht wird man diese Künstlichkeit in der Optik, die ja jetzt schon verblüffend naturalistisch aussieht, vielleicht wird man die mit künstlichen Stimmen auch anreichern. Na gut, das wird im Computerspiel dann vielleicht schön sein, aber ich kann mir keinen 90-Minuten-Film im Kino damit vorstellen. Du bist ja auch als Synchronregisseur tätig. Zum Beispiel warst du verantwortlich für Staffel 1 und 2 der englischen Thriller-Drama-Serie Keeping Faith. Worum geht es in der Serie? Keeping Faith
war ein Riesenerfolg für die BBC, wurde in Walisisch und in Englisch gedreht. Riesenerfolg in beiden Sprachen. Es geht darum, dass eine Familie bestehend aus zwei Anwälten und drei Kindern, die Frau wacht eines Morgens auf und der Mann ist nicht da. Und dann sucht sie ihn, die gesamte erste Staffel, und findet immer mehr raus, dass es da Sachen gab, von denen sie nichts wusste. Und am Ende der ersten Staffel steht er in der Tür und tut so, als sei nichts. Und das war unendlich spannend, weil die Schauspieler so unheimlich gut waren. Und weil die immer geredet haben, als ob es gar kein Drehbuch gäbe. Und die haben das aufgenommen, als ob es gar keinen Ton gäbe. Die haben immer übereinander geredet und zweimal übereinander und dreifach übereinander. Und mal hat man was verstanden, mal hat man es nicht verstanden. Und das alles ins Deutsche zu übersetzen, da wir ja ganz andere Hörgewohnheiten haben und eigentlich immer jedes Wort verstehen wollen und müssen, das war eine Herausforderung. Und das haben die Kollegen, die ich besetzt hatte, super, super gemacht. Hast du alle bekommen, die du für die Besetzung wolltest? In der ersten Staffel ja, in der zweiten Staffel leider nicht. Da ist ein Missverständnis passiert, das ich im Nachhinein nicht mehr klären kann. Aber da hatte ich ein Problem bei einer Besetzung. Ich habe es dann hingekriegt, aber es wäre schöner gewesen. Und es war der größte Respekt, den man für Synchron erreichen kann, ist ja, wenn Journalisten begeistert über die Serie schreiben und Synchron mit keinem Wort erwähnen. Dann weißt du, es stimmt. Sehr gut. Das hat noch keiner hier gesagt. Aber es stimmt, wenn man darüber nachdenkt, ganz genau so ist es. Es ist echt wahr. Es gab Hymnen von Journalisten, die vor Beginn der ersten Staffel, und kein Wort über Synchron. Es war so geschrieben, als ob die alle überhaupt nur immer schon Deutsch gesprochen hätten. Das fand ich toll. Reizt dich die Regie weiterhin? Willst du das noch ausbauen neben deiner Tätigkeit? Ja, ich finde das interessant. Ich finde es interessant. Und zwar, weil ich hab ja schon einige Jahre jetzt im Beruf hinter mir, habe Theaterregie gemacht, habe Fernsehregie gemacht, Synchronregie jetzt auch. Und es ist einfach auch von Joachim Kerzel gelernt, mach eine gute Atmosphäre im Atelier. Und das finde ich wichtig. Die Leute sollen sich freuen, die sollen gerne kommen. Und vor allen Dingen sollen sie total entspannt sein. Und da bist du als Regisseur einfach, da bist du gefragt. Du schaffst die Atmosphäre. Du schaffst es, ob Leute gut sind oder besser als normal. Okay. Du schaffst es, Leute, die noch nicht so gut können, zu lockern, damit sie wirklich mal einen Schritt weiterkommen. Das bedeutet einfach immer totale Entspannung bei Schauspielern. Und das muss der Regisseur vorgeben. Und das sind einfach wunderbare Erlebnisse, wenn du hörst, es stimmt, der Dialog stimmt und es zahnt und es passt zusammen und die Emotionen stimmen und so, das ist großartig. 2013 warst du für Rush, Alles für den Sieg, mit Chris Hemsworth und Daniel Brühl in den Hauptrollen als Großvater von Niki Lauda zu sehen. Warst du stolz, Teil einer solchen prominenten Produktion zu sein? Ach, schon ein bisschen, weil es wäre blöd, wenn ich das verneinen würde, weil der Regisseur ist mehrfacher Oscar-Gewinner. Und das haben wir nicht oft. Also wir haben nicht oft als Schauspieler die Gelegenheit, mit so berühmten Leuten zu spielen. Mit Daniel Brühl hatte ich in China schon gedreht, in Shanghai, wir kannten uns schon. Ich war aber bei dem Projekt, war ich weniger stolz als froh, dass es endlich losgeht. Weil Ron Howard hat mich über Monate mit Castings gequält. Ich habe das Casting gemacht zu Hause immer am Wohnzimmertisch in Englisch. Dann dachte ich, okay, jetzt bin ich es nicht geworden. Dann kam, bitte mach es in Deutsch. Dann habe ich es in Deutsch gemacht. Dann kam, bitte mach es in Wiener Dialekt.
Also habe ich es in Wiener Dialekt gemacht. Dann kam, bitte mach es in Englisch mit Wiener Dialekt. Es hörte nicht mehr auf. Und ich habe irgendwann gedacht, man kriegt das nochmal auf die Reihe? Also, und deshalb war ich dann froh, als es hieß, ja, du bist jetzt dieser Großvater und du drehst dann und dann und es ist alles gut. Wo habt ihr gedreht? Das war irgendwo in NRW. Auf so einer Art Landsitz. Das hatte wieder mit den Fördergeldern zu tun. Also bestimmte Sachen mussten in NRW gedreht werden, andere mussten in Baden-Württemberg und wie das so ist. Du hattest ja auch ganz, ganz viele Auftritte, unter anderem in Unser Lehrer Dr. Specht, Rosenheim, Cops, In aller Freundschaft. Gibt es eine Rolle im Fernsehen, die du gespielt hast, auf die du heute noch angesprochen wirst? Nee. Ich befürchte, die waren zu unbedeutend. Also ich werde immer angesprochen, wenn das läuft. Immer. Auch von wildfremden Leuten. Und es kann auch passieren, dass die Leute, auch Journalisten, es extrem unsympathisch finden und mich dann auch so beschimpfen, als ob ich das wäre. Also da gab das war mal in einem Kinofilm so, Sierra Leone. Da spielte ich einen Arbeiter und es gab nur so eine Kneipenszene und der war einfach widerlich, der Typ. Also war ich widerlich. Hallo, es ist mein Beruf. Und der hat einen Journalist über mich hergezogen, dass ich sei wohl das Letzte und das Allerletzte. Und so einen Proll dürfen wir überhaupt nicht vor die Kamera lassen und all sowas. Ja, das ist toll. Das ist toll. Eigentlich ein Kompliment. Toll, ne? Aber sonst so im Nachhinein, so Jahre später, eigentlich nicht. Du stehst auf der Theaterbühne, vor der Fernsehkamera, hinterm Studiomikrofon, hast Radio gemacht. Welche Facetten dieses Berufes machen dir am meisten Spaß? Alle. Du kannst es nicht. Ich bin ausgebildet worden nur für Theater und musste mir mit der Hilfe von Freunden und meines Partners andere Fähigkeiten dann später antrainieren. Weil zu meiner Zeit gab es in der Schauspielschule einfach nur das Gretchen und den Faust. Man hat nicht ausgebildet für Medien, Fernsehen, Blödsinn, Theater. Und was anderes gab es nicht. Das heißt, alles, was dann passierte mit Medien, war nicht Teil der Ausbildung und musste anschließend von mir irgendwie erarbeitet werden. Und Gott sei Dank hatte ich Hilfe dabei und konnte mich ernähren. Und dann sagt man natürlich, also ich weiß noch, wir einen Film gemacht haben mit Hans Neuenfels, dem Theaterregisseur, und seine Frau Elisabeth Trissena war dabei, weil sie ist die Ehefrau, aber sie spielte nicht mit. Es war in Österreich und ich stand da rum und wusste, Elisabeth Trissena hat unendlich viele Filme gemacht, unter anderem mit Fassbinder. Ich habe gesagt, Sissi, sag mir doch mal, was ist denn jetzt der Unterschied? Sag mir mal ehrlich, was ist der Unterschied zwischen Bühne und Kamera? Und dann haben wir darüber geredet und so musste ich mich ganz peu à peu da irgendwie randingsen. Und Gott sei Dank gibt es halt Kollegen und Freunde und mein Partner, wo man sagt, ja, die haben geholfen und die haben nicht versucht, mich reinzulegen, sondern die haben wirklich versucht zu helfen und mich besser zu machen. Gab es mal eine Synchronrolle, bei der du emotional an deine Grenzen gekommen bist? Nee. Es kommt vor, dass man nicht so gut an die Emotionen rankommt. Aber grundsätzlich beginne ich ja mit einem Gedanken. Und aus dem Gedanken entsteht, aus mehreren Gedanken entstehen Emotionen und die Emotionen verändern sich weiter. Und was wir versuchen ist, also wir versuchen mit großem freundlichen Ersuchen, dass wir keine Emotionen spielen, die wir nicht haben. Also wir nehmen immer nur so viel, wie wir gerade haben. Man hat nicht immer gleich viele Möglichkeiten. Aber an Grenzen, dass ich sagen, dann müsste ich sagen, das verstehe ich nicht. Weil wenn ich sagen würde, das fühle ich nicht, wäre es schon falsch. Ich weiß nicht, was ich fühlen werde oder fühlen können werde. Aber ich würde dann sagen, wenn ich sage, das verstehe ich nicht, dann ist das die Grenze, die du meinst vielleicht.
Das kann natürlich passieren, wenn ich die Rolle nicht verstehe, wenn ich die Situation nicht verstehe, wenn ich den Kontext nicht verstehe. Dann lande ich natürlich mit der Emotion auch im Aus. In Sachen Synchron hast du ja nie irgendwie so richtig den Mega-Superstar bekommen. Und trotzdem. Noch nicht. Noch nicht, kommt noch. Und trotzdem kennen deine Stimme ganz, ganz viele, vor allem ältere Zuschauer, nämlich aus dem Glücksrad. Ja. Was genau für eine Aufgabe hattest du bei dieser Sendung? Die war eigentlich erstmal profan. Die Leute haben sich von diesen Produktpaletten, die wir beim Glücksrad hatten, wenn sie gewonnen hatten, ihre Preise ausgesucht. Ich nehme jetzt den Kühlschrank und ich nehme die Waschmaschine und ich nehme das Bügelbrett. Und dann war es natürlich so, dass die Firmen das zur Verfügung gestellt hatten, also musste ich die Werbung machen. Und musste sagen, Frieda Meier hat sich rausgesucht, das Bügelbrett von Lifeheit für und das ist deshalb so toll, kostet so und so viel. Das ist eigentlich, war eigentlich die Aufgabe. Nur, dass der Regisseur und Produzent Gerrit Neuhaus dann ziemlich schnell gesagt hat, Hänschen, du kannst übrigens machen, was dir einfällt. Wenn dir ein Spruch einfällt, wenn du auf was reagieren willst, auf das Publikum, auf Marion Gilser, die Buchstaben umdreht, auf die Moderatoren, dann machst du das. Und so entstand so eine Art Moderation aus dem Off. Und das hat den Leuten viel, viel Spaß gemacht. Ich habe mich damals immer gefragt, wie schaffen die das innerhalb von 2 Sekunden, diese 5.387,50 Mark exakt auf diese 50 Cent auszugeben. Es war mir immer ein Phänomen, jetzt wo du sagst. Ja, ging natürlich nicht. Ging natürlich nicht. Es war nach jedem Gewinn gab es den großen Unterbruch. Und dann kam unsere Aufnahmeleiterin mit einem großen Klemmbrett und hat gesagt, stellte sich neben den Kandidaten und gesagt, was möchten Sie denn jetzt? Aha, das und das und das. Und auf dem Klemmbrett hatte sie auch noch eine Rechendings. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt haben Sie noch 5 Euro oder jetzt haben Sie noch 10 Euro oder wollen Sie nicht lieber das, weil dann haben Sie gar nichts mehr übrig, bis das stimmte. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ich wünsche mir, dass sie den neuen jungen Kollegen gegenüber so offen bleibt, wie sie das ist. Und ich wünsche mir, dass sie den Weg zur Qualität, den die Branche unzweifelhaft seit einigen Jahren beschritten hat, dass sie den unbedingt weitergeht. Weil wir müssen doch feststellen, dass es ein riesen Publikum ist, für das wir da sind. Nicht nur im Kino, über diese ganzen Streamingdienste und so weiter. Und das in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und die haben einfach verdammt nochmal anständige Arbeit verdient. Und gute Arbeit. Und das spüre ich, dass das alle wollen und versuchen umzusetzen. Und diesen Weg wünsche ich mir, dass sie den nicht verlassen. Lieber Hans, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Danke. Danke dir.